den Verlust von so vielen Angehörigen, den wird man ja nie los. Da war nämlich praktisch alles weggebrannt an dem Kind, bis auf die Stiefelchen. Man trägt eigentlich die Toten immer mit sich herum und das hört nie auf. Es ist der 22. Mai 1983, ein sonniges Pfingstwochenende. 400.000 Besucher strömen zu einer Flugschau auf die Rhein-Main-Airbase des Frankfurter Flughafens. Wenige Kilometer entfernt finden die Clubmeisterschaften eines Tennisvereins statt. Unweit davon feiern Zehntausende den Wäldchestag. Kurz vor 14 Uhr bricht der Frankfurter Pfarrer Martin Jürges mit seiner Familie zu einem Pfingstausflug auf. Sie wollen in den Spessart. Neben ihm im Auto sitzen dicht gedrängt sein Sohn Jan, seine Frau Irmtraut, ihr Baby Katharina, Großmutter Erna sowie die 19-jährige Nichte Gesine. Die Flugschau hat zu dieser Zeit ihren Höhepunkt erreicht. Die kanadische Starfighter-Formation The Tigers zeigt Kunstflugmanöver mit 5 Kampfjets. Plötzlich gerät eine der Maschinen außer Kontrolle. Der Pilot rettet sich mit dem Schleudersitz. Im Auto hinter der Pfarrersfamilie fährt Kinderarzt Volker von Löwenich. Ich dachte, was ist da los? Der kommt ja gar nicht über die Bäume rüber. Und der kam auch verhältnismäßig langsam. Und dann sah ich, wie sich die Nase neigte. Und dann wusste ich, der kommt runter. Und so ein Flugzeug zerplatzt ja dann wie ein Glas Wasser, was man irgendwo hinschmeißt. Und dann dachte ich, jetzt wird es aber brennen. Es hat eine Sekunde gedauert und dann macht es einen dumpfen Knall. Und dann kam eine ganz große Feuerwalze auf mich zu. Direkt da, wo das Flugzeug aufgeschlagen ist und wo der Aufschlagbrand war, war der Pfarrer Jürgens mit seiner Familie. Und dass die da in diesem Feuer waren, habe ich erst auch nicht gesehen, erst später hinterher. Da hat es auch keinen Zweck mehr, zu dem Wagen zu gehen. Da sah man dann die verkohlte Leiche des Pfarrers am Steuer sitzen. Der Jet stürzt unmittelbar neben dem Volksfest und den Tennisplätzen ab. Gertrud Wagner verliert an dem Tag nicht nur ihren Bruder, auch ihre Mutter, ihre Schwägerin, einen Neffen und eine Nichte. Ihre Tochter Gesine, die gerade ihr Abitur gemacht hat, kommt mit schwersten Verbrennungen in eine Offenbacher Spezialklinik. Sie war ja ein sehr lebendiges, kreatives, kommunikatives Mädchen mit sehr vielen Begabungen. Und jetzt lag sie da plötzlich in diesem gekachelten Raum bei über 30 Grad. Sie konnte nicht mehr richtig essen, sie konnte ihre Hände nicht bewegen, die waren so auf Schienen festgemacht, sie konnte eigentlich gar nichts. Gesines Haut ist zu 85% verbrannt, sie hat kaum Überlebenschancen. Der Pilot Alan S. bleibt unverletzt, er wird 2 Wochen in einem Militärkrankenhaus psychologisch behandelt, dann über Nacht unbemerkt nach Kanada ausgeflogen. Obwohl die Kanadier die Ermittlungshoheit haben, untersucht auch die deutsche Staatsanwaltschaft den Absturz. Wir haben festgestellt, dass kein Wartungsfehler, kein technisches Versagen des Flugzeugs als solches der Fall war, sondern dass es im fliegerischen Bereich lag. Ob man das jetzt unter dem deutschen Fahrlässigkeits- und damit dem deutschen Schuldvorwurf machen kann oder nicht, war ja auch nicht die Untersuchung, weil wir das Verhalten des Piloten strafrechtlich nicht bewerten durften. Pilot Alan S. musste sich nie für das Unglück vor Gericht verantworten. Er flog weiterhin Militärjets, war später sogar in Ramstein stationiert. Die Gründe für seinen Absturz wurden nie öffentlich bekannt. Und diese Starfighter damals, das haben uns ganz viele Fachleute gesagt, die sind einfach im Langsamflug unberechenbar. Also solche Unfälle sind da im Grunde vorprogrammiert und es sind ja auch eine Menge Unfälle mit den Starfightern passiert. Unmittelbar nach dem Unglück demonstrieren Tausende für Frieden und für ein generelles Verbot von Flugschauen. Ohne Erfolg. 5 Jahre später sterben bei einer Flugschau in Ramstein 71 Menschen. Erst danach werden militärische Flugschauen über deutschem Boden schließlich verboten. Gesine Wagner kämpft 81 Tage lang im Offenbacher Klinikum ums Überleben, wird jede Woche operiert. Dann versagen ihre Nieren. Der Starfighter-Absturz fordert sein 6. Todesopfer. Ich denke eben oft auch darüber nach, dass unsere
Familie sehr klein geworden ist. Also ich habe mir eigentlich immer eine große Familie vorgestellt und die ist jetzt doch eben sehr zusammengeschrumpft. Ja, es war eine Lehre, dass das Leben sehr plötzlich und sehr unerwartet plötzlich zu Ende sein kann. Dass wir alle endlich sind, das wissen wir, aber man erwartet ja nicht, dass es plötzlich so weit sein kann. Am Frankfurter Hauptbahnhof wurde ein Platz nach den Opfern der Familie Jürges benannt. An der Unfallstelle erinnert heute ein Holzkreuz an den Starfighter-Absturz im Mai 1983.